Wenn man Jungs wie Lincoln allein lässt, dann suchen sie ein Leben lang ein Zuhause. Suchen nach einem Platz, wo sie hingehören. Er hat wohl gehofft, dass er den in der Armee findet. Doch dann, nach seiner Entlassung, hat er irgendwie den Halt verloren. Als er aus dem Krieg heimkehrte, zog es Lincoln wieder zurück zu Sammy. Sammy schuldete der italienischen Mafia eine ganze Stange Geld. Und er brauchte Lincolns Hilfe. Eine Schande, was da passiert ist. Das bricht mir das Herz. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Echtes Geld zu benutzen, um die Federal Reserves zu beklauen. Scheiß drauf, Mann. Ist doch nicht unser Geld. Das kam alles von Scaletta. Außerdem ist es nichts im Vergleich zu dem, was wir da holen. Ist das alles, was wir verbrennen müssen? Ja, alles klar. Schnapp dir die Schlüssel für den Laster, damit wir abhauen können. Lincoln, nimm die Schlüssel. Ich weiß nicht, ob wir den einfach so liegen lassen sollten. Er hat uns den Transporter gebracht, wie vereinbart. Hat sogar seinen Partner gekillt. Das ist echt aus. Aber wenn du Zweifel hast, warum dann das Risiko? Wir sollten los. Du hast die Schlüssel, also setz dich ans Steuer. Na los, verziehen wir uns von hier. Fahr vorsichtig in die Stadt, sonst haben wir ruckzuck die Bullen am Hals. Der arme Wichser da, der hat keine Ahnung, was ihm blüht. Was war sein Anteil? 5%? In der Größenordnung, ja. Nicht, dass er sie ausgeben könnte. Das FBI wird ihn für den Rest seines Lebens überwachen. Wäre besser für ihn gewesen, wir hätten ihn gekillt. Wenn ich in Vietnam was gelernt habe, dann, dass es immer gut ist, jemanden zu haben, der im Notfall die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, damit man sich klammheimlich verpissen kann. Dann sag doch mal, was war das Verrückteste, das du da drüben erlebt hast? Das willst du nicht wissen. Hör zu, Mann, ich bin Steuerzahler. Ich habe ein Recht zu erfahren, wo mein Geld bleibt. Ach, Giorgio Marcano zahlt Steuern? Ja, verdammt, mach ich. So haben sie Al Capone gekriegt. Ich gehe nicht wegen Steuerhinterziehung in den Knast. Und, kriege ich jetzt eine Antwort oder was? Ja. Wir waren an der Küste bei Quang Nai, haben die Zivilisten evakuiert, bevor Charlie alles überrannt hat. Wir halfen den Leuten gerade auf das Lazarettschiff. Da kommt diese Frau. Auf dem Arm trägt sie ein Baby und an der Hand hat sie ein Schwein an der Leine. Sie will gerade die Rampe hoch, da stoppt sie einen Militärpolizist und sagt, sie könne nur eins von beiden mitnehmen.
Ohne zu zögern schmeißt sie das Baby ins Wasser. Der Polizist dreht total durch, befiehlt jemandem, das Kind zu retten und schreit die Frau an, ob sie noch ganz richtig im Kopf sei. Und weißt du, was sie ihm antwortet? Sie sagt, ein Baby kann ich immer wieder kriegen. Herr im Himmel. Hey Mann, du hast gefragt. Ich dachte, du erzählst mir was von dem Typen, den sie den Sack weggeschossen haben oder sowas. Ich meine, scheiße. Das ist nicht ihre Schuld. Die Zustände da drüben, das war die Hölle. Stell's dir vor, heute noch baust du Reis an, züchtest Rinder. Und am nächsten Morgen ist einfach alles niedergebombt. Wenn du sie in die Enge treibst, tun Menschen so gut wie alles, um zu überleben. Ich hoffe, das war ein verdammt leckeres Schwein. Das Wachpersonal der Reserve Bank wird was dagegen haben, wenn du da mit deiner Knarre aufkreuzt. Ich lass sie einfach unter dem Sitz. Mal sehen, ob diese gefälschten Ausweise ihr Geld wert sind. Fahrt hinten zur Laderampe. Kann sein, dass die Jungs manchmal einen etwas rauen Ton am Leib haben. Ich bin schon öfter Nigger genannt worden. Schon klar. Nimm's nur einfach nicht persönlich, wenn ich da mitmache. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass wir an die Kohle rankommen. Wenn ich was sage von wegen, es ist heiß, schlagen wir zu. Okay. Los geht's. Einmal die Ausweise an die Scheibe halten, bitte. Wir sollen das Geld verbrennen. Was zur Hölle macht denn die Pissnöcke hier? Positive Diskriminierung. Weiß doch, wie es ist. Das ganze verdammte Land geht den Bach runter. Du kannst mitkommen. Und du? Lad die Säcke aus dem Transporter. Du bringst sie in die Brennkammer runter. Wie viel habt ihr abgesahnt? $238.546. Meist kleine Scheine. Wenn wir fertig sind, soll Miss Gale dein Büro anrufen und die Lieferung bestätigen. Vielen Dank. Die Schrotflinte muss abgegeben werden. Hast du auch eine Waffe? Bin noch in Ausbildung. Gut. Eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Du kannst sie auf dem Weg nach draußen wieder abholen. Die Brennkammer ist unten im Keller. Hier lang. Hab euch lange nicht gesehen in dieser Gegend. Ich war eine Weile drüben in Georgia. Er ist gerade aus der Army raus. Mein Cousin versucht seit über einem Jahr hier einen Job zu kriegen. War für 2 Touren in der Navy, hat Orden bis zum Umfallen, aber die Regierung sagt ihm, danke, aber nein danke. Das ist der größte Mist, den ich je gehört habe. Schon traurig, wenn gottesfürchtiger Weißer einfach keinen Job kriegt, aber der erste Nigger, der reinstolpert, sofort eingestellt wird. Fummelt lieber nicht aneinander rum da hinten. Hurensohn!
Scheiße, sieh dir das an. Hatte ja keine Ahnung, dass das so viel Gold ist. Washington hält es immer in Bewegung wegen des Kriegs. Mal ist es hier, dann wird es nach Dallas geschickt, kommt wieder zurück. Ergibt aber keinerlei Sinn. Da sind wir. Stell die Säcke auf den Tisch da. Ich kannte das hier gar nicht. Hätt's mir größer vorgestellt. Läuft wie am Schnürchen. Es gibt nur dann ein Problem, wenn das Rohr verstopft. Scheiße, ist das eine Hitze hier drin. Früher haben wir Kohle verfeuert, aber vor einem Jahr oder so sind wir auf Öl umgestiegen. Gibt eine gleichmäßigere Flamme. Da kam so ein Typ vorbei und wollte mich überreden, auf Öl zu wechseln. Da habe ich ihm gesagt, ich habe kein Interesse. Hatte ich auch nicht, bis ich das hier gesehen. Gott, war dieser Kerl ein Arschloch. Wir müssen los. Danny und Alice sind jeden Moment da. Gib mir eine Sekunde. Kümmer dich um die Wachen und halt den Arsch unten, nicht, dass die uns drankriegen. Ich weiß, was ich mache, verdammt. Scheiße, ich bin hundemüde. Ich hab doch unser altes Haus vermietet, weißt du noch? Hab da gestern Abend angerufen und denen gesagt, ich wolle das Haus verkaufen und ich soll in 2 Wochen draußen sein. Und dieser Kerl, so ein Typ namens John, quatscht da auf mich ein. Laut Mietvertrag hätte er das Recht auf 30 Tage Kündigungsfrist und fragt mich, wie er denn in 2 Wochen eine neue Bude finden sollte. Na los, wir müssen den Tresor aufkriegen.
Mach sie mit dem Rauch fertig! Scheiße, Mann, die Kerle meint's ernst! Hab wesentlich Schlimmeres erlebt in Nam. Das hier ist doch Kinderkacke. Bleib nah am Tresorraum, achte auf den Bohrer. Ich kümmere mich um diese Arschgeigen. Der steht bestimmt nicht wieder auf. Sammy hat seine Jungs überall gehabt. Einer hat in der Reinigung gearbeitet und die Uniformen beschafft, die Georgie Marcano und Lincoln am Tag des Überfalls getragen haben. Ein anderer war Hausmeister bei der Federal Reserve Bank und hat eine Planskizze geliefert. Der Überfall auf die Federal Reserve Bank war perfekt getimt und wäre völlig unmöglich gewesen ohne die Mitwirkung von Sammy Robinson, Lincoln Clay und dem Rest der schwarzen Mafia. Frisch aus Vietnam zurück? Ja, wieso? Ich war ein Marine im Pazifik. Ich sag dir jetzt mal was. Du bist zwar daheim, aber noch nicht zurück. Verstehst du? Mhm. All die Menschen hier, die kapieren das nicht. Werden sie auch nie. Hey, sieh zu, dass du sauber bleibst. Entschuldige die Verspätung. Ich stand auf der Brücke im Stau. Ah, kein Problem. Verzeihung, Sir. Ich suche meinen Stiefbruder Lincoln Clay. Wo ist er? Früher bist du bei der kleinsten Verspätung ausgerastet. Du blödes Arschloch. Oh, so kenne ich dich. Wie war die Reise? Ach, weißt du, das erste Mal seit 4 Jahren hat mir keiner gesagt, wo ich hin soll, was ich tun soll und wie ich es tun soll. Das war der Knaller. Wie geht's denn deinem Alten? Mann, fang bloß nicht mit Pops an. Der muss endlich mal seinen Arsch hochkriegen. Also ist ja alles wie immer. Ich sag dir, du hast keine Ahnung. Mann, oh Mann. Scheiße, Alice. Sieht spitze aus. Ja. Wie ich ihn hinterlassen hab. Wird mich nie trauen, mit deiner Karre Scheiß zu bauen, Mann. Dann mal los. Fahren wir nach Hause. Sammy, geht's gut? Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst, saß er auf glühenden Kohlen. Und wenn das Flugzeug abstürzt, wenn der Zug Verspätung hat, wenn die ihn zurückbeordern, dann hat er sich mit einem Whisky ans Küchenfenster gestellt, als ob er dachte, du kämpfst gleich den Bürgersteig lang. Sag aber nicht, dass ich dir das erzählt habe. Mach ich nicht. Seit der Sache mit Mama... Ach, Scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Er wird froh sein, wenn du da bist. Erinnerst du dich noch an Marty und Ron Langford? Klar. Die kamen nach Empire Bay, als du gerade 1 Jahr weg warst. Sie verkaufen Gras. Die haben angerufen und gefragt, ob ich was haben will. Ich hab ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls, vor einem Monat krieg ich Post von Ron und Marty. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für hier unten. Glaub nicht, dass Sammy da scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt, geht keinem was an. Aber darüber muss ich mit ihm reden. Keine 3 Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar an den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Als ob die überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. H ist kein Joke. Ich kannte ein paar Typen in Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, Mann, das weiß ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber.
Das lässt Sal sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann es vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French Ward. Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wir ihm seinen Anteil geben. Ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber Age ist kein Spiel. Mach doch mit. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch drei teilen. Weiß nicht. Ich zieh mich mal zurück und denk eine Runde nach. Ja gut, schon klar. Wenn du erst mal angekommen bist, dachte ich, wir schauen in diesem neuen Laden im French Ward vorbei. Mit zwei Mädels vielleicht. Und mit wem soll ich da hingehen? Mit deiner Großtante Beatrix? Oh Gott, habe ich dir schon erzählt, dass ich sie mal ohne Bluse gesehen habe? Diese Frau hat die gruseligsten Hängetitten, die ich je gesehen habe. Die waren wie zwei Kartoffelsäcke mit nichts drin. Na klar, zufällig. Hey Mann, fick dich. Ich hatte verdammtes Glück, dass ich das überlebt habe. Jedenfalls, du gehst mit Regine. Regine? Glaub mir, wenn du die siehst, willst du gleich loslegen. Ist das so? Die Hälfte der Jungs aus dem Hollow kleben an ihr dran. Wollen mit ihr ausgehen. Holen sich alle einen Korb. Sie hat bloß Augen für dich, Lincoln Clay. Fick dich. Warte ab, Mann. Sobald du sie siehst, steht er dir wie eine Eins. Nicht durch die Hintertür reinschmuggeln. Unsere ganze Familie. Pass nächstes Mal auf, wo du hinrennst. Seht mal, wen ich beim Schnorren vor dem Bahnhof aufgelesen habe. Hey, freut mich, Mann. Hallo. Mann, du solltest doch Lincoln Clay heimbringen. Nicht den Mordsnigger, der ihn gefressen hat. So sieht's aus, alter Mann. Ich wäre endlich mal da, wo Leute kochen können. Hey. Willkommen daheim, mein Junge. Wie geht's? Ah, vielleicht geht's gleich, wenn ich was zu trinken bekomme. Den Kornwhisky hast du ja immer schon geliebt. Alle herhören, ich will was sagen. Mein Vater meinte immer, dass sich der Wert eines Mannes in der Spur zeigt, die er hinterlässt. Als Lincoln mir eröffnet hat, dass er zum Militär will, war ich dagegen. Zu gefährlich, sag ich. Lass doch die anderen sich die Köpfe einschlagen. Doch dann habe ich erkannt, Lincoln muss da raus und seine Spur hinterlassen. Und genau das hat er auch getan. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Komm hier. Hey. Hey. Siehst gut aus. Schön, dich zu sehen, Lincoln. Ich hab für dich gebetet. Danke, Pater. Vielen Dank dafür. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hucke voll? Was fühlt man, wenn man aus dem Krieg zurückkommt? Erleichterung? Furcht? Schuld? Es ist, als wäre man gefangen. In einem dunklen Raum. Ohne einen Ausweg. Und jede Angst, jeder Albtraum, den man je hatte, ist mit dir in diesem Raum. Keine Chance zu fliehen. Kein Entrinnen. Doch dann, eines Tages, öffnet sich eine Tür und man kann gehen. Einfach so. Aber man hat mit dem Terror und der Todesangst seinen Frieden gemacht. Das alles gehört nun zu dir. Und du hast Angst, dich davon zu trennen. Aber was bleibt einem übrig?
Jeder Soldat muss da durch. Ein jeder auf seine Art. Oh Mann, werde ich morgen Schädel haben. Ach komm, schlaf dich einfach aus. Dein Zimmer ist noch so wie früher. Ich leg mich lieber in den Keller. Wieso in den Keller? Du willst doch nicht etwa da unten pennen, ne? Wir sehen uns morgen früh. Mann, oh Mann, der Krieg hat dich wohl völlig weich in der Birne gemacht, ne? Wir pfeifen kohlemäßig aus dem letzten Loch und zahlen Lebensmittel für das ganze Viertel, so eine Scheiße. Hör auf, so zu reden. Das wäre nie passiert, wenn du auf mich gehört hättest. Was ist denn passiert? Mach du dir keine Sorgen darüber, Lincoln. Ich habe alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Verdammt nochmal, mach Junge, die Augen ich auf! Ich dich nicht nochmal! Ganz wie du willst, alter Mann. Lass ihn gehen. Der beruhigt sich wieder. Willst du mir sagen, wieso er sich so aufregt? Wir haben Probleme mit den Haitianern. Aber wie gesagt, alles unter Kontrolle. Okay, alles eingeladen. Ich denke, wir haben genug für... Soll ich später wiederkommen? Zur Feier, dass du unversehrt heimgekehrt bist, habe ich Pater James eine Spende zukommen lassen. Und zwar Nahrungsmittel, die er an bedürftige Familien verteilen kann. Vielleicht willst du mir helfen, Lincoln, dann kannst du dir dein Viertel mal ansehen. Wie ernst ist die Sache mit den Haitianern? Du kennst doch Alice. Wenn den mal einer schief anschaut, flippt er doch immer gleich aus. Also dann, ich komm später wieder. Quatsch. Lincoln muss mal raus. Hab einen schönen Tag. Außerdem ist doch gut, wenn ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Na los. Die Leute warten schon auf ihr Essen. Oh, ich habe Lincoln oft gesehen, seit seiner Rückkehr. Er wollte raus aus der Stadt, hat er mir erzählt, nach Kalifornien rüber. Irgendein Freund aus der Army hätte ihm einen Job bei der Mare Island Werft verschaffen können. Er ist nur zurückgekommen, um sich von Alice und Sammy zu verabschieden. Aber dann hat er mitbekommen, dass Sammy Ärger mit diesen Haitianern hatte. Und so entschied er, sich zu bleiben. Diese Haitianer sind richtig üble Typen. Doch er wollte Sammy helfen. Was auch der Krieg aus ihm gemacht hatte. Er war loyal wie immer. Ich denke, als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für dich das Beste ist. Jetzt bedien mal die Leute. Ich bin gleich wieder da. Grüß Sammy von mir, Lincoln. Mach ich. Warme Mahlzeit, warmes Herz, ganz gewiss.
Danke. Hallo. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Dank. Nicht der Rede wert, Ma'am. Erst zwei Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Bedeutet uns allen echt viel. Werd besser nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei. Ich guck mal, was ich machen kann. Hi, Lincoln. Wie geht's, Regine? Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen braunen Augen wieder zu sehen. Nun, die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Lincoln, es gibt Ärger! Renn weg, Reggie! Wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran! Waffen nicht bereit! Ihr Kerle solltet euch was schenken! Hab ihn! François Papadoc Duvalier wurde 1957 zum Präsidenten Haitis gewählt. Bis 1959 schuf er eine Geheimpolizei mit Namen Tonton Macoute und wer konnte, der floh. Die meisten Flüchtlinge siedelten sich im Süden der Vereinigten Staaten an, darunter auch eine Anzahl Schwerkrimineller. Und die bildeten den Kern der späteren Haitianer-Gang. Lincoln erfuhr, dass sie aus den Sümpfen operierten. Ihr Boss war ein Mann namens Parker. Ah, schon fertig bei Pater James? Gab Stress mit den Haitianern. Sag jetzt, was los ist. Was geht hier wirklich ab? Tja, ist wohl besser so. Vor 6 oder 7 Monaten fing's an. Die Leute im Hollow wurden ausgeraubt. Geld, Wertsachen. Dies und das eben. Schon bald hatten wir raus, wer es war, die Haitianer. Dann waren die Bâtards sans valeur scharf auf die Lotterie. Um wie viel geht's dabei? Wie viel? Genug für einen Riesenschuldenberg bei Selma Carno. Wir können ihn seit 3 Monaten nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie mir vornehme, verschafft uns das Luft bei Macano, richtig? Überlass mir mal, Sal. Wir kennen uns schon ewig. Aber die Sache mit den Haitianern, das muss endlich aufhören. Du und Alice, ihr müsst das regeln. Wo finden wir sie? In den 20ern haben die Leute in Bayou Salz gewonnen. Sogar eine kleine Siedlung gab's da unten. Als die Depression kam, verließen sie sie. Das Ganze kann nur von da ausgehen. Wir werden Waffen und Munition brauchen. Ruf die Nummer an. Aber tu es bitte nicht von hier. Sollte möglichst unauffällig sein. Oder wir durchkämmen das Hollow, schnappen jeden von diesen Schwanzlutschern und legen sie um. Thema beendet. Das Letzte, was wir hier im Viertel noch brauchen können, sind Schwarze, die sich gegenseitig killen. Wir machen das leise. Weit weg von hier. Wenn wir die eliminieren, die ganz oben stehen, erledigt sich der Rest von ganz alleine. Glaub mir. Okay, alter Kämpfer. Ganz wie du meinst. Seid vorsichtig, ja? Die Haitianer sind heftig drauf. Die solltet ihr nie unterschätzen. Celui qui sait, diverses celles. Suscite l'hostilité. Willst du das wirklich so machen?
Das Letzte, was sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. Der Boss meint, selbst wenn wir das Alba Hollow abwackeln müssen, um Sammy zu kriegen, werden wir es tun. Wir hören erst auf, wenn der alte Mann dort ist. Er, Alice und der andere Kerl. Lincoln, Papa Legba, öffne mir das Tor. Wir hätten den alten Mann schon längst umlegen sollen. Ich schätze. Der Boss hatte Angst, dass Sammy uns Marcano auf den Hals gehetzt hätte. Der weiße Arsch kümmert sich doch einen Scheißdreck um so einen ausgelutschten Nigger. Solange das Geld reinkommt, ist es Marcano egal, wer es ihm überreicht. Oh, Scheiße! Thank you.
habe da was gehört, das mir gar nicht gefällt. Ich habe da was gehört, das mir gar nicht gefällt. Dass diese Penner den Überfall auf die Kassen vermasselt haben. Wäre gut, wenn sie den Motherfucker erwischt hätten. Wow.
Bitte! Du bist mit Brocken. Hättest mich töten sollen, als du noch konntest, Arschloch! Zuerst durch die Stich, dann diesen Mut. Scheiß Kerl! Uwo Anjen Bata! Fick dich! War ein großer Fehler, im Hollow aufzutauchen. Das Hollow gehört einem Trajigesi, einem Feigling und Verräter. Schwarze Kulten, keinen weißen Leuchten. Der Mann, von dem du sprichst, hat mich aufgenommen, als ich nicht wusste, wohin. Du bist nicht besser als er. Du Gänse-Cousin! Du Schweinehund! Hey, ganz ruhig! Beruhig dich! Ich soll mich beruhigen? Wie soll das gehen? Er hat mich gefangen gehalten, eingesperrt Tag und Nacht, mich verprügelt und missbraucht. Ich verfluche dich, du Monster! Dich und deine ganze verrottete Simpson! Er ist tot! Er ist tot! Er kann dir nichts mehr tun, es ist vorbei. Es ist vorbei? Es ist vorbei? Wie kann so etwas jemals vorbei sein? Bajam! Verrückte Haitianer. Kommt der echt? Ach du! Semis Junge ist da drin! Tötet ihn! Der Wichser hat Bata getötet! Verbrennt ihn! Sobald ihr ihn seht, tötet ihn! Verbrennt das Bata! Hier festgenagelt. Wirf einen Molotow! Der Dreckskerl soll brennen! Der Pisser ist hier drüben! Er hat mich hier festgenagelt! Oh. Ah. Verbrennt den Dreckskerl! Seht ihr ihn? Ich werfe einen Motor! Mich unsichtbar! Ich schlage den Kerl ab! Denk ich. Heute ist dein erster Todestag! Er war hier. Ist aber nicht der Drecks.
Kirchkill soll brennen! Wir geben nicht auf, bevor wir ihn brauchen! Ich muss nachladen! Bruder angelegt. Der Dreckskerl soll brennen. Vielleicht findest du die Sack. Keine Spur. Sehen wir da drinnen nach. Da! Haltet ihn auf! Ja. Lass ihn von mir weg! Muss nachladen, gib mir Deckung! Lass ihn von mir weg! Willst du einen der eigenen Leute töten? Denk nicht drüber nach! Erschieß ihn! Vorsicht! Formiert euch hinter mir! Ich gehe an den weiteren Mann verloren. Suche Deckung! Jetzt hab ich dich. Willst du einen der eigenen Leute? Mach mich um! Ich bin getroffen! Wirf einen Molotow auf ihn! Ich verpasse ihm einen! Wirf einen Molotow! Ich bin ihn! Ich werf einen Molotow! Ein Lächeln in deine Visage! Den greif ich mir! Wird auch langsam Zeit. Muss ich dich rauspauken. Alles frisch? Ja, alles klar. Wir ließen mit Barker? Wir sind zu einer Einigung gekommen. Er wollte sterben und ich habe ja gesagt. Kommen wir zurück zu Sammy. Verdammt, du verkratzt ja den Lack! Ja, wie auch immer. Kommen wir zurück zu Sammy. Korps wird so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Dann läuft alles so, wie es soll. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Pops? Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er aber nicht gleich das Interesse verloren. Na klar, ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem, du weißt schon. Ich erst recht nicht, erklär's mir. Ob durch eine Kugel oder die Hand Gottes. Jeder muss mal sterben, oder? Ja, sicher. Aber Alice Wirbel. Ich bete drum, dass Pops uns beide überlebt. Aber wenn nicht, will uns jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Darüber müssen wir uns im Moment noch keine Sorgen machen. Also entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Na gut, schon klar.
Verdammt, bist du verrückt? Scheiße, was soll denn das? Eine Sache, die Lincoln nicht gesehen hat oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte, war, dass es für einen Menschen wie Sammy immer wieder neue Bedrohungen geben würde, wie die Haitianer. Und wenn ihm die einmal nicht ans Leder wollten, würden sich eben andere finden, die ihm das Leben schwer machten. Das hätte sich nie geändert. Und so ließ sich Lincoln mit Zamakano ein. Du hattest recht, die Haitianer waren tatsächlich bei der alten Salzmine. Die machen uns keinen Stress mehr. Warum habe ich dich nur dahin geschickt? Ich sollte das mal selber machen. Wo ist der Unterschied? Das habe ich doch vor Vietnam auch gemacht. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Gleich nach den Nachrichten zeigen sie im Fernsehen immer die Namen der Jungs, die gefallen sind in Vietnam. Ich habe sie gelesen. Jeden Abend habe ich die Liste gelesen und mich jeden Tag gefragt, wann da wohl dein Name stehen wird. Aber er stand da nie. Mir ist nichts passiert. Aber man hat leider nicht immer Glück im Leben. Früher oder später passt du einmal nicht auf und das war's dann. Also, was unternehmen wir wegen Marcano? Wir zahlen ihm sein verdammtes Geld. Geht nicht anders. Wirft die Lotterie genug dafür ab? Die Lotterie? Nein. Aber Sal hat vorhin angerufen. Er will dich sehen drüben im Country Club. Er sagt, er hat einen Plan im Kopf. Wie sich das alles regeln lässt. Schwarze dürfen da aber nur als Angestellte rein. Also es wird dir nicht passen. Aber du kommst ja auf Geheiß von Sal Marcano. Wenn er dich sehen will, kommst du auch rein. Schön. Wollte schon immer sehen, wie der Laden von innen aussieht. Und du wirst tun, was immer Sal will. Klar? Tu es für uns alle. Ja, Sir. Willkommen auf ein neues bei Native Son, liebe Hörer. Also, diese Pause, die habe ich wirklich dringend gebraucht. Der alte Remy musste einfach mal ein wenig brennen.